Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto, Leute. Staffel 1, Folge 14 ist heute am Start und ich freue mich tatsächlich sehr drauf, nach langer Zeit, nach langer Pause mal wieder reinzuschauen hier. Für alle erst einmal, die neu sein sollten und sich fragen, Bruder, wie schaue ich das Ganze? Natürlich wieder die ganz kurze Erklärung. Ich kann euch hier logischerweise nicht diese Netflix-Folge zeigen, sondern nur meine Facecam. Dafür, dass ihr das Ganze so genießen könnt, wie ihr es genießen sollt. Könnt ihr einen Doppel-Rechtsklick machen und dann geht ihr hier einfach auf Bild in Bild. Dann habt ihr hier unten ein wunderbares YouTube-Video, in diesem Fall Naruto Staffel 1 Folge 3. Dann geht ihr auf euren Netflix-Account, zack, und habt dann hier diese Facecam. Könnt ihr hier gleich auf Play drücken bei der Naruto-Folge und hier auf Play drücken bei meinem wunderbaren YouTube-Video. Das synchronisieren, indem ich einen Timer einfüge und dann könnt ihr das easy peasy genießen, Freunde. Lemon Squeezy, ihr wisst, wie es läuft. Gut, dann, Leute, erst einmal, ja, wieder übers Ziel hinausgeschossen heißt die Folge. Und ich muss sagen, ich habe wirklich eine Naruto-Abstinenz hinter mir. Ich weiß nicht, wie lange es her ist, 3 Monate, glaube ich. Und ja, wir sind jetzt auf jeden Fall back. Neuer Uploadplan, mehr Naruto. Und ich habe tatsächlich auch Lust. Viele haben gedacht, ich habe keinen Bock auf Naruto. Ich habe sehr Lust auf Naruto, Leute. Keine Sorge, es gab eine Umstrukturierung. Sie ist aber noch nicht perfekt. Ich weiß, Leute, ich weiß es doch. Ich weiß es doch, Leute. Ich weiß es doch. Aber ich arbeite dran und peu à peu, Woche für Woche wird alles jetzt geregelter ablaufen, okay? Also, Staffel 1, Folge 14, Leute. Ich freue mich drauf und würde sagen, wir schauen zusammen rein. Und genießen diese wunderbare Folge von Naruto, Leute. Ich bin gespannt. Wir drücken rauf auf Play. Macht euch ready, Freunde. In 3, 2, 1, go. Wisst, wie es läuft. Badam. Ich habe das Intro echt lange nicht mehr gehört. Ich habe es echt lange nicht mehr gehört, Alter. Oh, die Kämpfe sehen schon geil aus, einfach. TV Tokyo. Ehre, dass es ein Recap gibt nach der langen Zeit. Leute. Naruto. Ehrenlos. Ehrenmann. Käse. True. Ich hasse sie.
Kakashi. 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 Ja, wie ehrenwert, dass jetzt ein Recap kommt nach der langen Zeit eigentlich. Wie geil ist das? Gato. Digga, dieses Schwert ist legendär. Demon. Der Kampf war richtig geil. Der Kampf war geil. Der Kampf war anders geil, Mann, ich sag's euch. Oh, der Move, Leute, der Move, der Moves. Der Move, der Moves, Leute. Und jetzt. Der Move, der Moves, Leute. Ja, das Beste, was du hier gesehen hast. Es war so geil, Mann. Auf Wiedersehen, junge Frau. Rin. Hakuna Matata. Das war auch heftig. Der Ehrenmann himself, Freunde. Kommt zur Rettung. Das war dieser anders heftige Moment.
Ja, Mann. Okay. Ehre für dieses Recap. Ehre für dieses Recap. Real Talk. Ich hab's gebraucht, glaube ich auch. Hallo. Real Talk. Ja, glaube ich nicht unbedingt, glaube ich nicht unbedingt. Yo. Halt aber Real Talk. Ja, Kakashi checkt es natürlich, Alter. Er checkt es. Haben wir jetzt einen epischen Fight endlich? Ja, so sei es. Zwickliche Lage, Mann. Zwickliche Lage, Mann. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, gut. Ich muss sagen, ich fühle Haku gar nicht, Mann. Ja, easy gedodged. Easy gedodged. Ich fühle Haku aber gar nicht, Mann. Ich mag den Typen echt nicht.
Ehrenlos, dass sie ihn jetzt so auflaufen lässt. Oh, fuck. Das ist so ein Mindfuck. Das ist so ein Mindfuck einfach. Ey, das ist so ein Mindfuck. Da kann man nur verlieren. Ah. Das ist echt heftig, Mann. Oh, sieht auch echt creepy aus. Stellt euch vor, es schauen so viele Typen an gleichzeitig. Auch true. Ja, true. Auch bitte. Ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, Naruto. Naruto. True. Mit einem Hammer. Ach. Ach. Ja, jetzt werden sie beide gefickt, Alter. Aber krass. Ich blick's auch nicht, Mann. Lol. Lol. Der Typ ist echt zu OP einfach. Hä, die portet sich einfach. Kekkei Genkai? Lol. Man hat es oder man hat es nicht. Krass.
Ich weiß echt nicht, wie ich Haku einschätzen soll, Mann. Das ist er. Zabuza hat ihn aufgenommen, so wisst ihr, wie ich meine? Er hat direkt das Potenzial und die Fähigkeit gesehen. Im Herzen ist er ein Guter. Er ist ein Guter am Herzen. Ja. Krass. Also ich fühle es irgendwo, aber irgendwo fühle ich es auch nicht. Weil im Herzen ist er ein Guter, er kämpft fürs Falsche. Er kämpft für die falschen Träume und Hoffnungen. Das ist das Ding. Er kämpft für die falsche Seite. Und. Ah, okay, das war die Folge schon. Damage. Okay, Freunde. Okay, also Haku ist auf jeden Fall ein sehr tiefgründiger Charakter. Habe ich erst nicht so wahrgenommen. Aber er ist im Herzen gut, sag ich. Er ist im Herzen ein Guter. Aber er kämpft einfach für die falsche Seite und für die falschen Träume, für die falschen Hoffnungen. Weil damals die falsche Person, in dem Fall Zabuza, ihm den Weg gezeigt hat oder ihm hochgeholfen hat, als er am Boden war. Hätte er von einer anderen Person diesen Zuspruch bekommen oder hätte eine andere Person ihn damals auf einen anderen Pfad geleitet, dann würde er heute für das Gute kämpfen und nicht für das Böse in diesem Fall. Krass. Ja, ich sag, aber im Herzen ist Haku ein Guter. Ich spüre das, Alter. Ich spüre das in meinem Herzen, Leute. Real Talk. Ey, aber coole Folge. Auf jeden Fall ehrenwert, dass nach so langer Pause zufällig jetzt in dieser Folge ein Recap drin war. Das war auf jeden Fall nice, um wieder in die Story voll reinzukommen. Irgendwie, ich hatte erst das Gefühl, es ist in dieser Folge nicht so viel passiert, aber es ist in dieser Folge sehr viel passiert, weil wir ja eben gerade zu Haku jetzt sehr, sehr viel Background bekommen haben, was echt interesting war. Der eine Move von Naruto wieder. Da muss man sich wieder an die Stirn fassen, Leute. Aber ansonsten, coole Folge auf jeden Fall. Und ich freue mich auf mehr, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und wir sehen uns morgen. Um 16 Uhr, glaube ich, mit der neuen Folge Naruto. Folge 15. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.